Liebesorakel, du und dein Herzmensch, eure Situation, was ist da los? Das schaue ich mir jetzt an mit Tarot und wenn du neugierig darauf bist, was dein Seelenpartner über dich denkt und was er fühlt, dann jetzt dranbleiben. Ich schaue mir die Situation an mit Tarot und ich freue mich, dass du hergefunden hast. Hello, hello, Sunshine. Ich habe heute auch noch eine kleine Ankündigung und zwar Trommelwirbel. Es ist soweit, die neuen holographischen Orakelkarten sind da. Das ist das neue Design. Anlässlich Ostern, Leckerbissen. Jemand Neues tritt in dein Leben. Ja, mit diesen Karten, die streng limitiert sind und ab 50 Euro Bestellwert im Shop gratis dabei gelegt werden, könnt ihr die Standarddecks erweitern um eine Botschaft. Und zwar um diese hier. Und wenn du jetzt sagst, oh, ich habe gar nicht die Standarddecks zu Hause, dann ist jetzt der perfekte Moment zu bestellen, denn mit dem Code HASE25 werden dir 25% auf die gesamte Bestellung erlassen. Einfach an der Kasse eingeben und schwupps, 25% günstiger. Nur für kurze Zeit und das sind zum Beispiel beim Masterset der Orakelkarten 33 Euro, die man spart. Ich finde, das ist schon eine Menge. Also quasi gönnen und sparen. Ne? Eine bessere Kombi gibt es da nicht. Ich hoffe, ich mache euch eine Freude damit. Und ja, bin gespannt, wer eine der neuen Karten ergattern wird. Die sind ja immer sehr schnell ausverkauft. Und ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen. Mein Lieben, wir legen los. Liebes Orakel, du und dein Seelenpartner. Jetzt schauen wir mal rein. Gestern war eine sehr, sehr emotionale Botschaft. Bei vielen, inklusive mir, flossen Tränen. Und mal gucken, was ich heute zeigen möchte. Ich bitte um klare Botschaften. Klare Botschaften bitte für mein Team Sunshine. Du und er. Liebes Tarot, ich hätte gerne erst einmal eine Grundbotschaft. Jetzt, in diesem Moment, wenn du auf das Video geklickt hast und du schaust bitte, ob du in Resonanz gehst heute, welche Grundenergie ist jetzt gerade am Wirken bei euch beiden? Ritter der Stäbe. Ich habe das Gefühl, hier ist Aktivität zu spüren, aber von beiden Seiten kommt mir rein. Wir haben Vollmond. Es könnte sein, dass du einfach viel denkst an diesen Menschen, er ebenfalls an dich, dass man voneinander träumt. Wärt ihr so zwei Magneten, dann wäre die Energie gerade so, dass ihr euch wirklich anziehen würdet. Ja? Nicht abstoßen, sondern ihr zieht euch gerade eher an, als dass ihr euch abstößt. Genau, das wollte ich sagen. Und da schauen wir jetzt weiter rein. Welche Gedanken, jetzt wird's spannend, welche Gedanken macht sich dein Seelenpartner über dich? Sollte er heute an dich denken, dieser Mensch? Und dabei ist völlig egal, wann ihr das letzte Mal Kontakt hattet. Kann auch 20 Jahre her sein. Wenn dieser Mensch an dich denkt heute, was geht ihm durch den Kopf? Was geht ihm durch den Kopf? Ihm geht was durch den Kopf. Mit den 7 der Kelchen. Aber hier gibt es Komplikationen. Hier gibt es Komplikationen. Hier müsste irgendwas bewältigt werden. Ja, also quasi müsste man irgendwas freiräumen oder freischaufeln, um an dich ranzukommen. Vielleicht bist du verpartnert, ja, vielleicht bist du in einer Beziehung mit jemandem, nicht mit ihm. Oder aber ihr habt Probleme, die zwischen euch stehen oder irgendwas Unausgesprochenes, ja, oder im Weltlichen dürft ihr vielleicht nicht zusammen sein. Hier ist irgend so eine Barrikade, wo er sich überlegt, wie könnte man es machen? Man hat sich aber noch nicht entschieden. Hier ist von beiden Seiten keine Entscheidung, die mir reinkommt. Ja? Höchstwahrscheinlich habt ihr gar keinen Kontakt. Der Turm, nein. Hier ist nämlich was in die Brüche gegangen bei euch beiden. Ihr habt keinen Kontakt. Hier hat der Blitz eingeschlagen. Kann man wortwörtlich so sagen. In eure Verbindung, da hat es gescheppert. Ne? Was sagt er denn darüber, über diesen Krach, den ihr hattet? Über diesen Bruch, den eure Verbindung erlitten hat. Kann auch eine Trennung sein, ein heftiger Streit, Ghosting, man hat sich blockiert. Das ist noch Thema, sagt er. Ihr habt keine Lösung gefunden. Das ist so, als wäre hier noch ganz viel Ungeklärtes, Unausgesprochenes zwischen euch. Dieses Fragezeichen ist noch aktiv. Ja,
Keiner von euch macht was. Vier der Kelche. Also heute kommt mir eine sehr entfernte Energie rein. Ja? Die Magneten, die gehen tendenziell zueinander, aber sprechen tut man nicht, man kommuniziert nicht. Im Gegenteil, schaut mal, was unterm Deck liegt. Die Versöhnung. Wow. Guckt mal, die zwei der Kelche. Das ist der Moment, wenn die zwei Magneten dann so aneinander klacken. Ja, das ist die Tendenz, die jetzt gerade wirkt. Ihr macht schon so quasi, ja, aber ihr habt noch nicht angedockt. Das ist quasi das, was in der Zukunft liegt. Oh nein! Und in dem Moment, wo die zwei der Kelche andocken, sich wieder begegnen, haben wir die Zehn der Kelche. Wow! Die Zehn der Kelche ist einfach das gelebte Liebesglück. Ne, man ist glücklich miteinander, man ist happy miteinander, man verbringt Zeit miteinander. Es ist so die gelebte Liebe, die Zehn der Kelche. Einfach glücklich sein, verliebt sein. Und das ist nicht der Fall. Ich sehe wirklich, dass sich jemand Tendenzgedanken macht, wie man eure Verbindung wieder stärken könnte mit der Kraft. Ja? Man sieht das aber hier als eine Herausforderung. Es ist wohl nicht ganz so einfach mit euch beiden. Und noch viel mehr hat man das Gefühl, den Bruch kann man nur schwer reparieren, soll ich dir sagen. Ja? Jemand fragt sich, ob hier eine Reparatur überhaupt möglich ist. Jetzt nehmt als Beispiel, ne? Ihr liebt ja immer meine Beispiele, ich lese das immer in den Kommentaren, das ist so schön. Ihr liebt das immer, dass ich das so anschaulich darstelle. Mir kommt ein Schuh rein, ne? Da, wenn du jetzt einen Turnschuh hast, da kannst du dir vielleicht an der Seite so eine kleine Macke reinrennen, dann kannst du den Schuh ja noch benutzen. Oder aber du trittst irgendwie in frisch geteerte Straße, deine Sohle bleibt kleben, du gehst weiter und die ganze Sohle geht ab. Dann ist das eher ein Fall für die Tonne, ne? Und hier ist was, wie mit der Sohle passiert bei euch beiden. Jemand fragt sich, ob das jetzt hier mit euch ein Fall für die Tonne ist, ob der Drops wirklich gelutscht ist oder ob man das hier reparieren kann. Weil du zeigst auch keine Tendenzen, sagt er. Vielleicht hast du dich in letzter Zeit ein bisschen distanziert, hast einen neuen Kurs, eine neue Kursrichtung eingeschlagen mit deinem Schipperboot, ne? Hast gesagt, nee, ich kümmere mich nicht mehr um ihn, weil hier ist eine sehr ablehnende Haltung mit den vier der Kelchen. Oder aber er hat zuletzt dein Angebot abgelehnt und fragt sich, als ob die mich jetzt nochmal will, wenn ich bei der anklingel. Ich habe die so oft abserviert, so oft haben wir uns gestritten. Macht das hier überhaupt noch Sinn? Das ist die Grundaussage. Aber die Zehn der Kelche, zwei der Kelche, das Universum sagt ja. Wenn ihr andockt, ja, wenn hier Versöhnung stattfindet mit den zwei der Kelchen, dann ist danach auch die Zehn der Kelche möglich. Wow. Ich hätte jetzt, oh oh, Kontakt. Ach, der Stäbe zeigt sich, das ist die Kontaktkarte. Kontakt hat Relevanz. Du darfst Kontakt aufnehmen. Jemand sollte Kontakt aufnehmen oder er wird Kontakt mit dir aufnehmen, sagen die Karten. Es wird dazu kommen, dass Nachrichten geschrieben werden oder dass telefoniert wird. Ja, mein Lieben, ich habe generell das Gefühl, hier wird Begegnung stattfinden. So war die Reihenfolge. Begegnung, ja, vielleicht auch Begegnung und wieder glücklich miteinander sein wegen Kontakt. Vielleicht kann man Dinge klären. Ich frage mal das Tarot. Wer von beiden sollte sich denn melden, liebes Tarot? Und da hätte ich jetzt gerne eine klare Botschaft. Wer von beiden sollte sich denn melden? Die Person, die zuschaut oder die Person, auf die gelegt wird? Ich bräuchte eine klare Botschaft. Ich bin gespannt, ob uns das Tarot diese Frage beantwortet. Bin sehr gespannt gerade. Mein Herz klopft gerade relativ schnell. Zwei der Münzen, der Einsiedler. Einer von euch beiden overthinkt das Ganze hier. Und dieser jemand von euch beiden, der hier zu sehr im Kopf ist, der hier sich zu viele Gedanken macht und dadurch auch dieser Rückzug entsteht, der darf in die Leichtigkeit kommen. Der darf sich melden, sagt das Tarot. Einer von euch beiden zerdenkt sich diese ganze Geschichte hier und ich habe das Gefühl, das ist dein Gegenüber, weil wir hier die ganze Zeit schon eher diese Pessimismus-Energie von ihm drin haben und eben auch die Sieben der Kelche. Ja, und die Sieben der Kelche, das ist so, wenn du beim Kiosk stehst
Du hast Lakritz, Gummibärchen, Schokolade, Kaugummi und du stehst da so und denkst dir, oh, was soll ich jetzt nehmen? Ja, du findest keine Entscheidung. Das ist die sieben der Kelche und das ist die Energie von deinem Gegenüber. Er hat tausend Millionen Mal drüber nachgedacht, aber immer noch keine Entscheidung getroffen, was dich angeht. Weil er sich das so vielleicht auch kaputt denkt, zerdenkt. Was ist wenn? Und wenn wir dann dies, dann das. Und boah, mir kommt wirklich so eine richtige Denkerenergie rein. Welche Energie? Nein, halt, stopp. Da fehlt doch was in diesem Deck, meine Lieben. Die Schutzhülle kommt natürlich ab. Das dient nur dafür, dass die Karten heile bei euch ankommen. So, und dann nimmt man sich die Karte. Leckerbissen jetzt zu Ostern. Limited. Einmal energetisch laden und dann wird die natürlich mit untergemischt. Welche Energie möchte sich hier noch zeigen in Bezug auf dein Gegenüber? Welche Energie will sich zeigen? Ja, Erkenntnis. Ich habe es gesagt. Dieser Mensch, der hier nicht aus dem Pott kommt, der hier wirklich da sitzt, sich zurückzieht, sich das Ganze zerdenkt, überdenkt mit dir, der darf seine Erkenntnis haben. Der ist noch am Überlegen, der ist noch am Ausklamösern. Dem darf hier oben aber das entscheidende Licht aufgehen. Ja? Er muss diese Erkenntnis haben. Und ich bringe immer gerne ein Beispiel, wenn jemand zum Beispiel alkoholkrank ist. Dann kann die Familie ihm oft genug sagen, mach doch mal einen Entzug, mach doch mal einen Entzug. Dieser Mensch wird das höchstwahrscheinlich nicht tun oder er durchziehen, bis, ganz genau, er selbst davon überzeugt ist, dass er es möchte. Und so habe ich das Gefühl, ist das bei euch beiden. Du hast ihn vielleicht oft gebeten oder wolltest ihn überzeugen oder gute Argumente bringen oder. Aber dieser Mensch, der muss diesen Moment haben von wegen, ich will sie. Ich will zu ihr. Ich will ihr schreiben. Ich will mich mit ihr versöhnen. Und dem wird schon früher oder später, während er da so alleine rumhockt, ein Lichtlein aufgehen. Und dann weiß der beim Kiosk, was der will. Ja, dann weiß der ganz genau, ob der Schokolade oder Kaugummi will. Mir kommt gerade rein, für einige von euch gibt es hier vielleicht noch eine andere Person. Und dieser Mensch kann sich nicht entscheiden zwischen dir und noch jemandem. Oder aber zwischen dir und seinem Job, weil er den so liebt. Ja? Oder zwischen dir und seinen Kindern. Oder. Ich sehe jemanden am Kiosk stehen, der sich nicht entscheiden kann. Sollten wir ihm vielleicht mal eine gemischte Tüte empfehlen, ne? Man kennt sie. Ja, wer kennt sie nicht? Meine Lieben, jemand darf hier wirklich alleine auf den Trichter kommen. Und es könnte sein, dass hier wirklich so langsam auch der Groschen bei ihm fällt, was für Fehler er gemacht hat, was schiefgelaufen ist, ja? Ganz wichtig. Deswegen ist das hier auch seine lockere Energie, diese Entscheidung zu treffen, sich zu melden. Wenn er aus dem Kopf rauskommt in die Leichtigkeit, dann ist Kontakt möglich. Also, wir schauen weiter, meine Lieben. Die Gefühlsebene. Die Gefühle. Du und dein Seelenpartner, dein Herzmensch. Welche Gefühle hat dieser Mensch aktuell für dich? Aus dem Herzen. Ich rede nicht vom Kopf. Welche Gefühle wirken aktuell? Oh, da ist er wieder. Gestern gefallen in unserer Legung. Also das Video von gestern unbedingt anschauen, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Wir haben alle geweint. Wirklich, es sind Tränen geflossen und da fiel auch der Ritter der Kelche. Das ist seine Herzenergie dir gegenüber. Ja, das ist übrigens der Herr, der sich entschuldigt im Tarot. Das ist der Herr, der wirklich eine Erkenntnis hat, der Fehler einsieht, Schuldgefühle hat und dann wirklich vielleicht sogar einen Strauß Rosen kauft und sagt, ich habe einen Fehler gemacht. Ich will es wieder gut machen. Ja? Kann ich dich einladen? Ich komme zu dir. Kann ich dir irgendwas Gutes tun? Ich möchte dir meine Hand reichen. Ja? Das hier ist der Vorreiter, damit das hier passieren kann, mein Lieben. Versöhnung, ein Miteinander. Und sein Herz ist in dieser Energie. Sieben der Münzen. Er ist aber noch nicht so weit. Die Sieben der Münzen, müsst ihr euch vorstellen, ist ein Baum. Da sind Früchte dran. Aber es ist noch nicht Erntezeit. Die Früchte sind noch nicht reif. Aber diese Karte kündigt an, dass sie irgendwann reif sein werden. Man muss den Früchten nur die Zeit geben. Ja?
Jemand ist ein Ritter. Das ist ebenfalls eine nicht ganz so reife Energie, denn danach kommt noch der König. Der König ist der Mann, der weiß, was er will. Der weiß, wo er hingehört. Der weiß, wen er liebt. Und ein Ritter ist die Stufe darunter. Eher so eine Teenie-Energie. Das ist eine unentschlossene Energie. Der ist mal hier, mal da, mal ist er da, mal ist er weg. Mal ist er heiß, mal ist er kalt. Er ist dir gut zugewandt, aber er ist noch nicht so weit. Dieser Mensch braucht noch Zeit, um zu reifen. Du hast es hier mit einem Gegenüber zu tun, bei dem ist, wie gesagt, die Erkenntnis noch nicht reif. Dieser Mensch ist noch nicht das finale Licht aufgegangen in Bezug auf dich. Dieser Mensch ist noch im Rückzug und denkt über all das nach. Reflektiert vielleicht auch noch, was hier überhaupt schiefgelaufen ist bei euch beiden. Und dieser Mensch, wenn dem dann ding, wie im Comic, ne, so ein Licht aufgeht, dann kann der sich bei dir melden. Dann ist Versöhnung möglich. Das soll ich dir sagen. Und bis dahin verhält er sich so. Du meldest dich hier unten, hallo, und er so, nein, ich bin raus, nein, danke, geblockt, ich schreibe mich zurück, ich nehme ihren Anruf nicht an, nein, ich kann jetzt gerade nicht, ich bin ein bockiger Ritter. Ne? Im übertragenen Sinne, der Ritter kann übrigens auch schon 56 sein, Mädels, so ist es nicht. Ich rede hier nicht von einem 20-Jährigen, nicht nur. Ja? Auf die Gefühle hätte ich gerne auch eine Botschaft aus verborgenen Antworten 2 und auch hier, ihr wisst, ich mache ja die Limited Editions in jedes meiner Decks. Auch hier kommt natürlich der Lego Vision rein, nicht? Wir wollen ihm eine Chance geben, dass er sich zeigen kann. Also, eine neue Botschaft in unseren Decks. Wunderbar. Eine neue Botschaft, die wir nun empfangen können vom Universum. Sehr empfehlenswert. Eine Energie von seiner Herzebene. Was ist in seiner Herzebene los? Da ist tatsächlich auch eine Limited Edition Karte gefallen. Und zwar Feuerwerk. Diese Karte gab es an Silvester. Es hat gefunkt zwischen uns. Vielleicht war sogar Silvester irgendein Thema bei euch. Fakt ist, zwischen euch war auf jeden Fall mal Silvester. Da hat es richtig geknallt. Hier haben sich zwei Seelen verliebt. Und Feuerwerk, ja, das verbinde ich absolut mit zwei Magneten. Diese Dynamik, die entsteht, ja, wenn diese zwei Magneten, bam, aufeinander prallen, dann ist Feuerwerk, ja, dann ist High Life, dann kracht's. Dann hat's Zoom gemacht. Dim, dim. Na, wer kennt das Lied noch? Und das ist ebenfalls in dieser Karte zu sehen. Merkt ihr diese Synchronizitäten? Hier wollen zwei Menschen, zwei Seelen zueinander, ja, aber sie sind es noch nicht. Jemand will wieder dieses Feuerwerk mit dir. Das höre ich gerade. Tja, mit ihm ist nicht gut Kirschen essen, soll ich dir sagen, denn seine Kirschen sind noch nicht reif. Wenn du jetzt mit ihm Kirschen isst, dann schmecken die nicht. Kommt mir gerade so rein. Alles klar. Wissen wir Bescheid? Ich hätte jetzt gerne mal ein, zwei Botschaften von ihm an dich. Wenn dieser Mensch dir was sagen würde, ganz ehrlich, einfach straight raus, was wäre das? Verborgene Geständnisse. Diese Decks sind alle von mir. Alle anderen Decks sind auch immer verlinkt unter dem Video, mein Lieben, falls ihr irgendwas sucht. Und wie gesagt, auf die gibt es jetzt gerade 25% Rabatt. Verborgene Geständnisse. Was ist denn so sein Geständnis an dich? Sag doch mal, erzähl doch mal, sag ihr doch mal. Was soll sie hören? Was muss sie wissen? Ja, ich wusste es. Jemand will das Feuerwerk mit dir noch einmal erleben. Denn er hat noch Hoffnung. Ich habe immer noch Hoffnung, dass wir es eines Tages hinbekommen. Dass ihr es eines Tages hinkriegt, dass nicht bei euch der Blitz einschlägt. Dass nicht ständig Gewitter bei euch ist. Dass eure Liebe nicht ständig unterbrochen wird. Dass die Magneten nicht wieder voneinander getrennt werden. Dein Gegenüber
ist tendenziell, und das sagte ich schon am Anfang, in der Energie eher hoffnungsvoll statt nein, das wird nichts mehr. Die Magneten wollen eher zueinander anstatt voneinander weg aktuell. Das ist die Energie gerade in diesem Kollektiv. Ja, hier, man will sich wieder begegnen. Man will wieder eins sein, gemeinsam sein, ja? Er hofft, dass das hier eines Tages nochmal möglich ist, denn ihr hattet so einen Moment. Das kann sogar ein ganz entscheidender Moment gewesen sein, kommt mir rein, wo es wirklich so geknallt hat, Gefühle explodieren, die Funken sprühen, wirklich so einfach so ein ganz entscheidender Moment zwischen euch beiden. Man vermisst das. Die Hoffnung, die er hier hat, welche Tendenzen liegen denn darauf? Liebes Tarot, welche Tendenzenergie geht aktuell von ihm aus, wenn er an dich denkt? Um diese Energie übrigens weiter zu verfolgen, abonniert auf jeden Fall gerne den Kanal, denn dann habt ihr jeden Tag eine neue Botschaft von mir in eurer Abo-Box. Oder um genau zu sein, eine Botschaft vom Universum. Ich transportiere ja hier nur. Zumindest geht es jeden Tag um deinen Seelenpartner. Oh, kompliziert, ja. Man hat Kopfschmerzen. Wenn man an die Situation gerade denkt und an das, was vielleicht noch kommt, hat dieser Mensch irgendwie Kopfschmerzen. Ihn stressen diese Gedanken. Er weiß nicht so recht, ja. Man ist sich unsicher. Ich habe das Gefühl, mit den 5 der Schwertern hat dein Gegenüber irgendwie einen Einfluss an seiner Seite. Nicht einen guten Einfluss. Irgendwas, was ihn noch behindert oder jemand, der ihn da so reinschnattert, jemand, der ihm dich vielleicht auch ausredet oder es ist einfach sein Gewissen, was ihm hier sagt, so nein, Teufelchen. Man hat ja Engelchen und Teufelchen auf der Schulter. Er hört eher das Teufelchen gerade. Das Teufelchen ist ja bekanntlich immer dagegen. Also er stellt sich das schwierig vor und er ist schon wieder im Kopf Schwertenergie. Ja, die Schwerter im Tarot stehen für den Verstand. Hier ist Schwertenergie. Da haben wir ihm wieder den Overthinker. Ja, tja, er folgt nicht seinem Herzen, wenn es um dich geht. Er folgt nicht seinem Herzen, er folgt immer eher seinem Kopf. Die Logik, was denken die Leute? Wo führt das dann hin? Welche Verantwortung habe ich dann? Was bringt das alles mit sich, wenn ich mit ihr bin? Wie wirke ich dann nach außen? Was halten meine Eltern davon? Das ist alles Kopfenergie. Der sagt sich nicht, boah, mein Herz kribbelt, ne? Mit ihr ist Feuerwerk. Let's go, wir machen das einfach. Völlig egal, was dann passiert. Ja? Nein, du hast es hier mit jemandem zu tun, bei dem muss das im Kopf Sinn ergeben. Der liebt quasi mit dem Kopf, nicht mit dem Herzen. Tendenzen. Er hat aber auch hier die Hoffnung, dass man diese Probleme aus der Welt schaffen kann. Wir haben den Sieg mit den 6 der Stäben und dem Pagen der Schwerter. Wieder Kopfenergie, wieder nach einer Lösung suchen. Aber er sagt mit dem Sieg, er wird die Lösung hier finden. Es wird sich eine Lösung ergeben, sagt dein Gegenüber. Und wie sieht diese Lösung dann aus? Was folgt auf diese Lösung? Was folgt denn auf die Lösung? Selbst wenn er das alles im Kopf zurechtgerückt bekommt da für sich und sich das alles erklären kann. Oh, dann folgen bessere Zeiten. Heidewitzka, schöne Energie, die Sonne. Dann wird es wärmer in eurer Verbindung. Dann mit der Sonne kommt mehr Wärme, mehr Nähe rein in diese Verbindung. Ja, positivere Zeiten, ein positiveres Miteinander. Ein Licht, was ihm aufgeht, habe ich gerade gesagt. Ja, dann kommen hellere Zeiten. Dann ist hier viel mehr möglich. Ich soll dir sagen, der Sommer wird entscheidend sein. Oh, ja, Mann, das kommt mir laut und deutlich durch. Ich höre Lieblingsgetränk. Erinner dich an das Lieblingsgetränk. Hä? Ihr werdet schon, ich höre Aperol Spritz. Biergarten. Irgendwie Strand, Beachbar oder so. Also ihr werdet hier eventuell ein Lieblingsgetränk gehabt haben oder da war irgendein Running Gag oder so und ihr werdet eventuell wieder dieses Getränk trinken im Sommer. Für viele wird der Sommer hier sehr entscheidend werden.
Ebenfalls hier für die Kontaktaufnahme, für ein Miteinander, für ein erneutes Feuerwerk, was man mit dir erleben möchte. Ui, was sagen denn die Lennys hier? Grundsätzlich zu dir und ihm. Stand jetzt. Was sagen die Lennys jetzt in diesem Moment zu euch beiden? Oh, Reifen? Da sind sie. Ach, das gibt's doch nicht. Das ist doch schon wieder so schön. Ja, ich darf mich wiederholen. Dieser Mensch, seine Erkenntnisse in seinem Kopf dürfen heranreifen, ja? Damit hier irgendwann die Früchte geerntet werden können, damit ihr irgendwann wieder gemeinsam Kirschen essen könnt. Ja? Der Baum. Ich habe vorhin davon geredet und jetzt schau dir das mal an. Man sieht, dieses Bäumchen ja wirklich ist noch sehr, sehr klein. Ihr habt die... Genau, Universum. Der Baum ist noch nicht reif. Es ist noch kein Baum, deswegen hat sich der Baum hier umgedreht. Er muss wachsen, es muss wachsen. Hier muss noch Zeit vergehen, sagt das Universum. Jemand braucht noch Zeit, soll ich dir sagen. Der Sommer, wie gesagt, bis dahin ist noch Zeit und dann ist dieses kleine Bäumchen ein dicker Baum, ein stabiler Baum. Dann ist der Ritter, soll ich dir sagen, ein König, ein stabiler Mann. Und darum geht's hier. Dass das Bäumchen und der Ritter zum Baum und zum Mann werden, zum König werden. Ja? Und dann ist Erntezeit. Das sollst du wissen. Du hast hier mit jemandem, mit einer Energie zu tun, der ist noch nicht reif, vielleicht auch nicht reif für dich. Vielleicht ist dein Gegenüber auch jünger als du oder kann dir einfach noch nicht das Wasser reichen, hat noch Dinge zu erledigen, hat noch Karma abzuarbeiten, kann alle möglichen Gründe haben. Aber das ist der Grund, warum du hier nichts von ihm hörst, warum er ja so abblockt. Ich soll dir sagen, deine Träume werden in Erfüllung gehen. Ja, Bäume kannst du nicht hindern zu wachsen, geht nicht. Kannst nicht rausgehen in den Garten und den Baum immer wieder so runterdrücken. Du darfst nicht wachsen, nein. Die Natur, die wächst. Ja, du kannst sie nicht stoppen, du kannst nicht auf Pause drücken. Es wird passieren. Aus dem Bäumchen wird zwangsläufig ein Baum. Ja? Und damit werden deine Träume in Erfüllung gehen. Meine Lieben, abschließend müssen wir natürlich unbedingt noch wissen, was die Engel dazu sagen. Mein neues Deck, Botschaften der Engel, auch darauf gelten übrigens die 25%. Fragen auch immer viele nach, wie auch auf das Neue. Ja, Leute, wenn schon, denn schon, ihr wisst doch. Ne? Dann machen wir keine halben Sachen. Liebe, liebe Engel, drum sag doch bitte mal, du und dieses Gegenüber, was wollt ihr uns abschließend als klare Kante hier noch mit auf den Weg geben? Welchen Impuls, welchen Tipp, welchen Hinweis eventuell auch? Und wenn du jetzt gerade ein Zeichen brauchst, dann denke mal bitte daran, ja? Denk jetzt einfach an die Frage, an was auch immer du jetzt gerade denkst. Ja? Kann auch eine Ja-Nein-Frage sein. Mal schauen, was die Engel uns dazu jetzt zu sagen haben. Gib nicht auf. Gib diesen Menschen nicht auf. Gib ihn nicht auf. Ich höre, ihm werden Flügel wachsen. Wow. Meine Lieben, das ist der Schlussimpuls für diese wunderschöne Legung heute. Absolut klare Energie. Das war ja die Botschaft, die ich übermitteln durfte. Ich hoffe, ich konnte dir eine Freude damit machen. Du machst mir einen, indem du diesen Kanal abonnierst. Dann sehen wir uns nämlich morgen wieder zur neuen Botschaft. In diesem Sinne, niemals vergessen, unser Mantra, always smile and shine.